Willkommen zur allerersten Folge Portal Knights, verschwitzte Ritter in verschwitzten Nächten. Und hier mein wunderschöner Schwitzritter Sancho. Hallo. Hallo Sancho, wie geht es dir? Ich bin Sancho, ich bin Magier, ich komme aus Mexiko. Ich bin Bob Ross. Hi Bob, ja, du siehst echt aus wie Bob Ross, Alter. Oh, es ist mir eine Ehre, mit Bob Ross zusammen dieses Königreich zu erforschen. Ja, was spielen wir hier? Portal Knights, so ein neues, cooles Spiel, wo alle drauf abgehen und es ist mega gehypt, weil es irgendwie so Blöckli-like ist mit... Blöckli ist ein bisschen Blöckli mit RPG und alles mit dabei. Mit Slime. Guck mal, Slime Ranger ist auch dabei. Oh, Slime Ranger ist auch drin. Boah, hier, zack, lutsch an meinem Bob Ross Schwert. Die linke Posttaste. Ich bin auf irgendein Ziel fixiert. Ach so, auf Tab kannst du das Ziel auch ändern, okay. Ich habe hier die mächtige Klinge des Bob Ross. Du wirst hier so einen auf Tank machen, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, wir bauen uns eine Hütte und sind dann total sicher vor allem. Ja, das könnten wir natürlich auch tun. Drücke... Ah, es gibt auch First Person, wenn du Maus abdrückst. Boah, geil. Ja, Ego-Shooter hier. Zack, zack, zack. Alter. Aus nächster Nähe zerstöre ich hier den Schleim. Die zieht ja ganz woanders hin. Ich mache hier hart einen auf Bob Ross. Aber sehr hart. Oh, ich bin ziemlich gedamaged. Was kann ich hier? Erdblock. Warte mal. Heiltrank. So, wieder frisch. Was bringt ein Erdblock? Brauchen wir überhaupt jetzt einen Erdblock? Keine Ahnung. So. Ich glaube, die Vogelscheuche hier, diese Trainingspuppe, die kann man zerstören, oder? Der nimmt Schaden. Nee, ich glaube aber, der hat unendlich... Der hat bestimmt so Regenerationskram oder so. Gibt's ja auch hier, ich habe den Schleim fertig gemacht. Ja, das war ich. Nein, nein, ich habe eben gerade gelesen, du bist der, oh, der Geile. Oh, mein Zauberstab verliert aber Kraft irgendwie, ne? Wir brauchen hier solche Bruchstücke. Drücke B, um den Rucksack zu öffnen. Ich mache erstmal links, was da so ein bisschen steht. Oh, was ist das? Ein Umhang. Guck mal hier, meiner visiert sogar an. Bob Ross eben, der kann den Pinsel schwingen. Der weiß, wie sowas geht. Umhang habe ich doch gerade. Oh, ich habe einen Umhang. Ich habe Wasser. Ich habe Wasser gefunden. Heiltränke ins Menü. Warte mal, hier ist ein Pilz. Kann ich ihn einfach mitnehmen? Kann ich so einen Pilz einsammeln? Muss ich töten. Du kannst den kaputt schlagen bestimmt. Mach mal leere Hand oder so und dann klopf drauf rum. Leere Hand? Eine leere Hand? Da hinten war ein Vogel, oh, wie krass, oder so. Bob Ross. Irgendwie ist Bob Ross so ein cooler Name, oder? Der geht so richtig schön über die Lippen. Ja, ja, schon. Großer Gott, das ist Bob Ross. Ja, wenn du... Du kannst so einen Lehrgang machen, um anderen Leuten diese Wassermaltechnik, die er halt erfunden hat, beizubringen. Und das dann, wenn du das gelernt hast, dann darfst du dich betiteln mit Official Ross Instructor. Wie cool ist das denn? Boah, ich muss das lernen. Ich brauche diesen Titel. Was will ich mit einem Doktor? Ich will... Ja, ein Ross-Instructor werden. Du schreibst in der Bewerbung, ah, Doktor, bla bla bla, dann sagen die, ach, hat doch jeder. Aber ein Official Ross-Instructor, Alter. Guck mal, hier drüben ist ein Garten. Baumwolle hat es gefunden. Hier, fieser Schleim. Ach, den kriegst du alleine, oder? Ich hab Beeren gefunden und Pilze. Ich bin Bob Ross. Ich bin Bob Ross. Berries und Pilze. Also, wenn man hier dagegen haut, ja, so, mit der Bob Ross-Faust... Ein in diesem Let's Play wird man sehr häufig Bob Ross. Ja, wahrscheinlich. Guck mal, hier ist sogar eine kleine Burg. Da gehe ich mal hin. Und hier, Getreide. Mais. Ich habe einen buttrigen Maiskolben. Weizen. Ich habe einen Haufen Wolle gefunden. Kann ich mich jetzt eigentlich hier hochgraben? Kann man hier so... Krass. Schau ihn dir an. Bob, Alter, kennt keine Grenzen. Nein. Oh, ist das ein Portal? Kreativität. Portal, stelle zwei blaue Portalsteine her. Platziere vier blaue Portalsteine in den leeren Plätzen. Ich hab sowas hier, aber wie stelle ich die her? Wie stelle ich allgemein irgendwas her? B, craften. B ist Rucksack. Hier, ich hab's, herstellen. Toll, mir fehlen aber jetzt hier diese Steine. Ich habe keine Ahnung, wo ich die gefunden habe. Ich habe einen. Können wir zusammen questen? Ja, du hast Steine gefunden. Bruchstücke. Ja, ich habe einen schon hergestellt. Hast du denn auch welche? Ja, wenn du mir nicht meine wegnehmen würdest, weißt du, dann... Ja, wieso? Ich nehme dir gar nichts weg. Bob das Ross. Hier? Das ist Wolle. Können wir nicht dieses Haus hier zusammenbauen und dann da irgendwie leben und Kinder zeugen? Ich muss halt links gucken, was die Questen sagen. Ich glaube, das könnte man bauen. Hier, warte mal, was ist denn das? Jetzt hier. Grundlagen... Das ist altes Bauernhaus. Repariere die kaputte Werkbank, indem du sie aufrüstest. Also gehen wir mal dran, drücken F... Jetzt kann ich nicht dran, weil du dran bist. Und dann müsste irgendwo aufrüsten stehen oder so. Was braucht man dafür? Holz.
Na dann Baum fällen. Dann geh mal los, Bob Ross. Okay, dann gehe ich wieder Bäume fällen. Kann ich das mit der Hand machen? Boah, krass! Hier, guck mal, ein Papagei! Diese Effekte, der Wahnsinn! Bob Ross! Bob Ross! Bob Ross! Ich hab ein Ei! Mai hast du! Ich hab ein Ei! Ich hab Mai! Jo, Mai! Jo, Mai! Holst du das hier? Ich benutze das mal, da aufrüsten. Guck mal, ich muss das wieder regeln. Wie er sich da drin einhobelt. Also das hat sich gar nicht jugendfrei angehört. Ich weiß nicht, was da getrieben wurde. Dazu sage ich nur Bob Ross. Ich kann keinen Portalstein herstellen. Ich schon. Lehrlingsmarkt. Nein, du musst einfach hier hin und dann. Oh, ich brauche Baumwollstoff. So, ich habe schon 2 Stück, weil ich gut bin. Herstellen? Wie hat er das gemacht? Er ist gut. Dann nehme ich hier 3 Stück mit. Oh, ich kann direkt eine Magierrobe erstellen. Ja, mach mal hier lieber eine Bob Ross Robe. Nee, ich mache jetzt erstmal hier eine Magierrobe. Oh, also weißt du was, ich finde, ich baue hier mal die Hütte zusammen, weil es wird dunkel und dann kommen die Creeps, oder? Wahrscheinlich, hier wird es bestimmt auch irgendwelche fiesen Creeper geben. Bestimmt. So, aber ich habe jetzt coole Sachen gecraftet, da muss ich jetzt erstmal schauen. Ich habe einen Schleifstein. Ja, hast du auch, einen ganz schön harten. Ich habe schon 2 Portalsteine zusammengefarmt, weißt du? Ja, ich habe eine Robe, einen Hut und einen Umhang, weißt du, das ist ein Ding. Weil ich kann uns dann vor Monstern schützen wenigstens am ja, Ende. Ja, aber ich baue jetzt hier gerade die Hütte wieder ganz. Jetzt gehe ich mal erstmal hier Schleim farmen. Und dazu muss man ja wohl ziemlich Bob Ross sein, um sowas zu machen. Portalsteine irgendwie zusammenbauen. Weil weißt du, gleich wird's dunkel, komplett dunkel, es ist ja schon relativ dunkel, und dann kommen die krassen Creeps und dann sagst du, ja, Kies, Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank hast du hier in weißer Bob Ross Voraussicht die Hütte zusammengebaut. Ey, das Bauen ist aber gar nicht mal so easy. Das was, das Bauen? Mhm. Ja, das kriegt man schon bestimmt irgendwie. Oh, 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 jetzt kommen sie gleich beide hier, Fieslinge. So, ich habe jetzt 4 Portalsteinfragmente. Muss ich für den Portalstein bauen? Muss ich dafür. Ja, du musst aber im Inventar kannst du es machen. Du gehst auf B und dann. Also, ich brauche nicht an die Werkbank. Okay. Nee, oben der Hammer und dann Portalstein, der Reiter. So, ich habe 2 Stück hergestellt, wie die Mission es mir gesagt hat. Nee, wir brauchen. Brauchen wir nicht 3? Wir brauchen 4, aber die Mission sagt, stelle 2 her. Und ja, dann weil ich ja schon 4? In meiner klugen und weißen Voraussicht. Hast du ja, schon 2 gemacht? Genau, deswegen. Der eine ist verschwunden, du hast ihn irgendwie. Hup. So. Wow. Alter. Offizielle Götter. Also bald kann ich hier. Ja, also bald kann ich hier meinen. Oh, was ist das? Was ist das da unten? Ist der freundlich? Nee, der ist absolut nicht freundlich. Schattenritter. Der Schattenritter. No. Okay, du kannst hier so auch so Ausweichjumps machen und so, ne? Bob Ross kann nicht ausweichen. Bob Ross kann nur Bob Ross sein. Ich glaube, ich mache die Kisten hier mal kaputt. Wie kann ich denn die restlichen Grundlagen anschauen? Keine Ahnung. Geh durch das Portal. Altes Bauernhaus sind auch noch irgendwelche Aufgaben. Das ist ein Junker. Ich muss einen Junker bauen. Werde die Kisten los und hol dir die Beute aus den Kisten. Moment, du hast hier schon eine Beutekiste gelootet? Was? Nein, ich hab. Nein. Platziere 5 veredelte Holzblöcke, um die alte Farm wieder aufzubauen. Na, vielleicht war ich das. Oder? Ich meine, ich habe hier schon ganz schön gebaut. Wir bräuchten hier diese Heuballen fürs Dach. Aber wie kriegt man die? Schauen wir mal rein. Er sieht so bobbig aus, ey. Ich bin extrem Bobby. Extreme Bob. Ich kann ein Ding herstellen, eine Spitzhacke. Rushing. Okay, ich brauche Stein. Dann kann ich hier eine krasse Hacke machen. Ach, guck mal, wir müssen einfach hier überall, wo es orange leuchtet, oben. Kommst du mit mir in den Turm hier? Nein, Moment. Ich mach ganz schnell hier noch eine Hacke für uns. Ah, Mist, jetzt habe ich. Das war nicht mein Plan. So, guck mal hier. Bist du schon Level 2? Nein. Echt? Nee, bin ich nicht. Du? Nee, auch noch nicht. Ich wollte dich nur ein bisschen eifersüchtig machen auf mein Überskill. Moment, ich muss hier aber noch so eine krasse Robe herstellen. Im alten Bauernhaus. Ah, hier, mit den Steinen geht das, oder wie? Hier, Handschuhe. Eine Weste. Dazu brauche ich Baumwolle. Wo kriege ich denn Baumwolle her?
Baumwolle? Baumwolle sind hier diese gelben Büsche neben dem Haus zum Beispiel. Hier, so guck, da, die da. Die hier. Ach, die hier. Hast du noch Baumwolle übrig oder schon alles verbraten? Ich hab noch 3 Baumwolle. Okay, ich habe jetzt hier 4. Moment, aber man könnte doch direkt hier neue setzen. Wir sollten direkt neue setzen, sonst haben wir irgendwann ein Problem. Sollen wir die direkt hier, sollen wir das Bauernhaus quasi dann übernehmen und erweitern hinterher, oder? Müssen wir. Also ich wollte gerade Stein abbauen, damit ich mir eine Spitzhacke machen kann. Okay, ich schau mal, ob ich jetzt hier schon mir was Schönes bauen kann. Steinspitzhacke, zack. Oh, ich muss erstmal Baumwolle herstellen. Ei, sonstiges brauche ich erstmal nicht ins Menü. Steinblock ins Menü. Baumwolle hier. Setzlinge hätte ich genug. Smaragdbaumsetzlinge. Werkbank? Moment. Ah, hier drüben. Neue Baumwolle pflanzen. Ah, und so geht Stroh. Aha, ich verstehe. Okay, jetzt habe ich 1 Baumwolle, aber ich brauche 2, oder? Oder reicht 1? Ist total die Wissenschaft am Anfang. Nee, ich brauche 2. Ich brauche auch diese Baumwollbündel, weißt du? Ja, die musst du dann herstellen. Guck mal, hier ist noch Baumwolle, 2 Büsche. Ja, Moment. Bin ja dran. Hier sind auch noch 2. Und halt wieder neu pflanzen. Ich bin eben Baumwollologe. Ach so, Schafologe, ne? Schafologe. Er war jahrelang mit seinen Schafen allein auf einer Farm. Guck mal, ich pflanze uns mal hier oben am Rand einfach so ein paar Bäumchen. So, jetzt mache ich hier nochmal dick Baumwolle. Dick Diggelow. Dick Diggelows Baumwollfarm. 555 Diggelow. Immer warm im Winter. 2 Büschel. Habe ich doch jetzt, oder? Hihi. Ich bin Sancho. Ich bin Magier aus Mexiko. Ich habe extra keine Haare, also kein oberes Haupthaar gewählt, weil ich wusste. 5 veredelte Holzblöcke. Hast du sowas? Moment, ich bin gerade verwirrt. Ich habe doch jetzt eben gerade diese Dinger hergestellt. Aber wo sind sie hin? Wo landen die Sachen denn? Im B-Menü. Ja, im B-Menü habe ich reingeschaut, das sind alle weg. Ach so, nee, du musst die, die erscheinen dann unten rechts, wenn die gebaut sind. Geh mal rein und dann anklicken und einsammeln. Okay, jetzt verstehe ich das auch und jetzt kann ich mir hier... Ich glaube nämlich, dass hinterher Sachen kommen, die einfach länger bauen. Das heißt, du musst sie reintun und weggehen, weißt du? Und wenn sie dann fertig sind, kannst du sie halt rausnehmen, so. Ich verstehe. Also schätze ich jetzt mal einfach, dass es so... Und wie ziehe ich was an? Jetzt bin ich nackt. Ja, anziehen dann im Menü auf... Oben dann auf die Rüstung klicken da quasi. Ach, und dann auswählen und reinziehen. Ah... Jetzt, ich bin es sexy. Ja, ich glaube, Baumwolle ist gut. Oh nein, jetzt kommt hier auch noch da drüben sind ziemlich viele Gegner. Ja, hier bei mir auch, Alter. Ich glaube, die machen so einen belgischen Gangbang hier drüben. Okay, wo gehen wir hin? Kreisus. Also, an die Leute da draußen, ich habe das hier noch nie gespielt. Wir spielen das alles zum ersten Mal. Ja, ich auch nicht. Wir machen uns warm. Wir sind noch nicht so ultra krass skillig unterwegs. Ja, eben. Ah, oh, hier ist übelst viel Baumwolle. Ich weiß doch noch nicht, wozu das gut ist. Aber obwohl, klar, ich kann davon Rüstung bauen. Hey, wo geht's denn hier hin? Hier geht's in eine Mine rein. Was, wo? Hier drüben. Soll ich mitkommen? Natürlich. Gehen wir zusammen? Dann nehme ich doch meine Spitzhacke mal raus. Du hast eine Spitzhacke? Ich habe keine. Ja, hier, aber dann schlag hier die Steine von Moment, der Wand dann mache ich mir hier auch noch eine. So. Ich dachte, Bob Ross wird seine eigene Spitzhacke besitzen. Oh, da ist was hinter, das gehört mir, geh weg. Das, was Bob Ross tut, ja, Bob Ross. Alter, Heiltrank, Baumwolle. Voll die Schätze hier drin. Ich glaube, wir müssen uns unten durchgraben. Ich glaube, da muss man tief unten den krassen Magma-Stein abschlagen. Wo geht's da hin? Nee, da kann man eigentlich unendlich weit in die Erde sich graben? Ist das möglich? Ich weiß nicht. Das ist so ein typisches... Oh, das macht man bei Minecraft auch gerne, ne? Wie weit kann ich gehen? Ja. Aber da brauchen wir Fackeln. Draußen ist wieder hell geworden. Oh, sieht aber hübsch aus, unten, ne? Wenn wir da unten hin wollen, brauchen wir auf jeden Fall Beleuchtung. Oder wenn man jetzt von hier oben guckt und sagt, mein Königreich. Siehst du, guck mal, der Punkt von der Mine leuchtet nämlich grün, weil da war nämlich die Mission Spitzhacke bauen. Stimmt. Und die haben wir jetzt beendet. Ja. Und jetzt haben wir nur noch eine Mission, durch das Portal wahrscheinlich. Nee, wenn du jetzt ans Portal gehst, kommt die Portalmission. Und die wäre? Durchgehen. Geh durch das Portal. Ja,
Ja, ja, mach keinen Scheiß. Sollen wir durchgehen, oder wie? Ich weiß nicht. Traust du dich jetzt schon? Ich hab ein bisschen Schiss. Stromquarz, wo bist denn du? Ich mach hier gerade Schleimis fertig. Ach, da hinten ist er. Bam, Bob Ross. Und hier sollen wir veredelte Holzblöcke. Platziere 5 veredelte Holzblöcke. Da muss ich doch mal schauen, ich hab doch Holz. Was kann ich denn, wie mache ich denn veredelten Blöcke, veredelter Holzblock? Jetzt habe ich aber mal eine kleine Frage, ja? Ah, der geht nur an der Werkbank, der veredelte. Wie kann ich denn einen Heiltrank machen? Können wir den irgendwie hier auch brauen? Ah, hier drüben, Tränke. Okay, dazu brauchen wir Wasser und Beeren. Ich glaube, bevor wir da durchgehen, sollten wir uns vorbereiten. Ja, warte, ich produziere gerade Holzblöcke. Weil ich könnte mir vorstellen, da wartet Böses. Aber so richtig Böses. Nicht so ein pille-palle-böses Schleimding wie hier, sondern... Meinst du schon so echt böse Dinge, oder was? Ja, echt böse Dinge. Siehst du, ich sag ja, wenn die Werkbank hier erstmal belegt ist, kannst du auch in der Zeit nichts machen, ne? Für Werkbank 2 brauchen wir Kupfererz und Holzscheite. Okay, Holz haben wir, aber Kupfer? Kupfer habe ich jetzt nicht gesehen. Die alte Mine, die alte Mine, mein Sohn. Die hat viele Schätze. Die Kisten los und hol dir die Beute aus den Kisten. Ah, okay. 5 veredelte Holzblöcke. Soll ich die auch mal eben setzen? Dann kriegen wir hier die Mission fertig. Vielleicht gibt es XP, weißt du? Bevor wir uns dann nach draußen wagen. Ich sammle hier gerade noch ein bisschen Wolle. Denn Bob Ross will eine komplette Montur. Aber wo soll ich die denn platzieren? Ich glaube beim Haus, oder? Gehört es nicht noch zum Haus? Ups, da ist das Spiel hängen geblieben. Bob Ross, was will man machen? Ja, das ist ganz schön bobbig. Naja, es ist ja Early Access und Alpha-Beta-Gedöns, aber ziemlich fortgeschritten für so ein Alpha-Beta-Gedöns, oder? Ja, für so ein nicht ganz fertiges Gedöns ist es dann doch schon relativ fertig. Oh, also ich finde, man hat in dem Gedöns relativ viel Gedöns, dass man dönsen kann. Ey, können die Gegner auch ins Haus kommen? Ich weiß nicht, ich glaube, die sind gut erzogen. Die sagen sich so, nee. Doch, die kommen rein. Echt? Ja, der wollte mir hier einen Haufen aufstecken. Ich habe mal gehört, mit einer Tür kann man Leute, die ins Haus wollen, sozusagen aufhalten. Echt? Ich hab's noch nie gesehen. Urban Legends. Was sind Türen? Die gibt's in meinem Wohnheim nicht. In deinem Ghetto. Weißt du, wie man Heiltränke herstellt? Nein. Dazu brauchst du diese roten Beeren. Wasser und Beeren, oder? Wasser und Beeren. Beeren und Wasser. Ja, ich habe noch 3 Heiltränke. Ich brauche mich ja noch nicht so heilen. So, ich, der kleine Bob Ross, werde jetzt Baumwolle herstellen, und zwar richtig viel. Meine Steine sind wieder verschwunden, die ich hier hingesetzt habe. So, und dann, schwupps, mache ich mir hier nämlich noch ein Hütchen, ein Junker-Helm. Ach, guck mal, wenn ich den jetzt hier hin... Und kleine Junkie-Handschuhe. Und natürlich auch eine kleine Junkie-Hose. Du bist ja schon ein ganz schöner Junkie. Ich bin schon ein ganz schöner Junkie. Aber kannst du dir also auch selber Klamotten herstellen? Natürlich, das kann nicht nur der Zauberer. Ich bin Bob Ross, das kann ich nicht. Dafür kann ich Zauberklamotten herstellen. Ich will auch mal an die Werkbank, immer du. Jetzt lass mal Daddy hier machen. Ey, du hast ja denselben Umhang wie ich. Ja, Bob Ross. Ey, das ist ein Zauberumhang, der ist ausschließlich für Männer mit Mustache. Nein, nur für Männer mit Krause und Bart. ist ja schon wieder dunkel. Also hier wird es aber ganz schnell dunkel. So, guck mal, Robe habe ich. Späherhandschuhe. Ah, nee, doch, guck mal. Du stellst, glaube ich, Junker-Sachen her, oder? Naja, du kannst alles herstellen, oder? Ach so, okay. Aber du brauchst es eben nicht, weißt du? Ich brauche den Junker-Shit. Du brauchst den Junker-Shit, okay. Ja, weil ich habe einen Hut, habe ich jetzt. Handschuhe würde ich gern herstellen. Ich wollte nur ganz kurz anmerken, da draußen geht richtig die Party. Monsterparty oder was? Auf jeden Fall, ja. Ja, aber ich brauche halt Klamotten, ne? Geht ja nicht anders. Ja, wenn wir durchs Portal wollen, sollte man schon gut ausgerüstet sein. Denn viele junge Männer, ja, waren nicht gut genug ausgerüstet. Und haben sich dann da in so ein Portal reingestürzt. Ohne Schutz, weißt du? Also willst du gleich erstmal ab ins Portal gehen? Ja, ohne Schutz gehe ich da nicht rein. Ja, aber bist du denn jetzt geschützt? Ich meine, du farmst da die ganze Zeit Baumwolli? Ich habe ein kleines Käppchen. Guck mal hier, ich sehe aus wie ein Penis, oder? Ja, ein bisschen schon. Bob Ross. Das ist so eine Mischung aus Bob Ross und Leonidas. Tja, und wer wissen will, wie es weitergeht, was hinter dem Portal wartet, der muss eben in Bob Ross-Manier... Oh, ich sterbe. Ich sterbe. Hilfe! In die nächste Folge reinschauen. Denn da geht's dann richtig zur Sache. Ich bin fast tot, und du?
Ich noch lange nicht. Ja, dann übernimm mal hier, Bob Ross. Ja, ich schieß hinter ihm her, aber der hat voll Aggro auf dich. Ich weiß nicht warum. Warum will er mich? Wegen meinem tollen Helm? Ja, wahrscheinlich. Du siehst aus wie ein Penis. Also, beim nächsten Mal einschalten, dann geht's weiter. Und natürlich ganz, ganz wichtig, Premiere-Folge. Ganz, ganz kräftig und dolle bewerten und auch bei Kreis auf den Kanal schauen. Ja. Denn da gibt's Special-Bonus-Inhalte, die hier nicht gezeigt werden. Dasselbe umsonst. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Hui!